Hallo zusammen und willkommen zurück hier. Die Nachbarsbauern sind wieder unterwegs hier in Frankreich. Ja, wie man sieht, ich bin gerade dabei, hier mein Feld zu walzen. Und irgendwo da drüben, ganz weit da drüben, ist irgendwo der Andi unterwegs. Ja, der macht auch irgendwelche komischen Sachen. Hallo erstmal. Guten Abend. Oder guten Tag. Guten Abend. Hallo. Ja, ich bin gerade schon am Unkrautjäten. Ich habe mir die Hake vom Gacki ausgeliehen und acker hier mal über mein Feld drüber. Aber vor der Aufnahme habe ich Geld ausgegeben. Ihr habt meinen Kontostand bestimmt schon gesehen, der ist irgendwie geschmolzen. Und der Gacki hat mich genötigt, indem er neue Mods, Deko-Mods hinzugefügt hat. Und ich konnte einfach nicht widerstehen. Bin da verfallen. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, wie immer. Ja, muss ja schuld sein, ne? Ja. Aber schöne Deko-Sachen dabei, also. Ja, es gibt immer mal wieder tolle Sachen, die man brauchen kann, finde ich. Ich hoffe, dass ich nicht zu eng gebaut habe. um das Ganze so ein bisschen wohnlicher zu machen hier, ne? Ja. Also ich habe einen Parkplatz und Autos platziert. Das war mal eigentlich sowas von unnötig, aber die haben ja schon lange eigentlich darauf gewartet, dass die Mitarbeiter für unsere Produktion ihren eigenen Parkplatz haben. Habe ich jetzt gemacht. Ne? Können ja nicht alle mit dem Fahrrad hierher fahren. Ist ja doch ein Stück hierher. Oha. Okay. Ist das hier eine Festungseinfahrt? Ja, das war früher mal eine Festung hier und jetzt das sind die Überbleibsel noch. Die stehen ja schon seit 200 Jahren, Kaki. Hast du die vorher nicht gesehen? Nee, da war ich wohl ein bisschen blind. Ja, das ist. Guck mal, jetzt sind wir schon so lange hier auf der Karte und es ist dir noch nicht aufgefallen. Ja, sowas. So, guck mal, jetzt machen wir das Ding hier ab. Das ist wieder so verlockend. Was denn? Der Weg zu meinem Hof. Hallo? Wieso fährt der Traktor jetzt auf einmal rückwärts? Was? Einfach so. Das ist das, was ich gestern gesagt habe, vorwärts, rückwärts, das ist einfach manchmal buggy. Das passiert mir so oft bei den Förderbändern, wo ich mit den Förderbändern fahren will. Dann macht es einen Ruck in die eine Richtung und auf einmal fährt es komplett in die andere Richtung. Denkst du so, was, warum, Hilfe? Ich habe eben den Traktor hingefahren, wollte gerade aussteigen, weil ich das Gewicht abmachen wollte. Und plötzlich schießt der mit vollem Speed rückwärts hier durch die Gegend. Ja, ist alles gefixt von Schein, ist alles gar kein Problem. Ja. So. So, braucht der keine Schläuche? Gut, der braucht keine Schläuche. So, dann brauchen wir die Sämaschine. Wir haben nämlich noch eine Sämission auf. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal schon angenommen. Und die machen wir mal noch schnell zwischendurch. Ja, gehen wir. Da brauchen wir keine Schläuche. Ja, das mache ich auch. Einfach so. Weil das nächste wäre bei mir dann auch mein Unkraut wegmachen. Aber da müssen wir jetzt noch auf das Maschinchen warten. Und deswegen nutzen wir die Zeit ja sinnvoll. Es geht ja bei mir ratzfatz. Ich habe ja hier schon einiges runter jetzt. So, das war das. Eigentlich wollte ich unten gucken. Ja, guck mal da. Ich habe schon Drittel runter. Aber wie gesagt, das Feld, was ich jetzt machen muss, das ist eh ein bisschen größer. Da habe ich genug zu tun. Ja, danach muss ich meine Silage mal heimbringen. Da steht schon wieder eine Palette. Ich habe gerade eben vor dem Stream die ganzen Paletten weggeräumt und stehen schon wieder neue da. Das gibt's gar nicht. Heute ist der Hochstapler veröffentlicht worden, Gacki. Hast du es gesehen? Ja.
Stapelprofi 2.0 heißt es bei mir. Ah, okay. Mit dem Bild, wo sie noch übereinander stehen auf als Thumbnail. Ja, ich hab's, das habe ich gesehen, das Bild von dir. Ich habe keins gemacht. Aber heute gibt's die Neuauflage davon und wir werden die 18 Paletten transportieren und ans Ziel bringen. Das ist das Target für heute. Ich habe schon geguckt, Paletten sind schon ein paar da, sah ich noch nicht ganz. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ah ja. Apropos, ich könnte mal nach den Produktionen gucken, die alle laufen. Die Mehlproduktion ist jetzt leer gelaufen. Aber das ist nicht so wild. Oh, hier ist nicht so viel Salat und so drin. Hier auch nicht. Zwei. Oh, und da Gott. Müssen wir auch mal wieder auffüllen. Ups, hört sich irgendwie nicht gut an. Boah, ich wäre fast bei der Oma in den Garten reingefahren hier. Oha. Mit der Hake. Nee. Die hätte mir wieder was erzählt hier. Tja. Mensch. Weil ich gerade im Produktions-Overlay war und geguckt habe, was das Sache ist und dann, ja. Ja, so ist mir das vorhin gegangen, als ich die ganzen Deko-Sachen mir angeguckt habe. Da war ich auch beinahe auf dem Nachbarfeld mit der Walze. So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken, was wir hier ansehen müssen eigentlich. Der Lukas schaut sich den Stream von gestern noch nebenbei an, das ist sehr gut. Gönn dir. Ich glaube, aus dem Ende muss ich mir ein paar Sachen mal rausschneiden. Aus dem Ende von gestern? Ja. Ja, das war sehr amüsant mal wieder. Ja, Sonnenblumen brauchen wir. Sonnenblumen. Ah, hast du jetzt eigentlich einen extra Channel für unsere GIFs angelegt? Einen Grafik-Phone-Channel? Noch nicht, mache ich aber noch. Gut, dann können wir ja in Zukunft durch dich spammen. Ja, als ich das gesehen habe, da war ich gerade quasi schon auf dem Weg Richtung Physiotherapie. Schapa, gibt es. Guck hier, Sonnenblumen-Content. Ganz guten. Oh. Ja, genau. Schlaf gut weiter. Ja, Schaper, gönn dir mal ein Mützchen Schlaf. Ja, wir sind im Moment schon sehr, sehr häufig in Frankreich unterwegs, ja? Ja. Hier und drüben und eigentlich nur in Frankreich, also. Ja, schon fast ein bisschen wild. Ja. Ja, du vielleicht. Ich bin auch noch drüben überm Teich und drüben hinterm Deich. Hinterm Deich. Einmal am Teich und einmal am Deich. Jawohl, sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Achso, Schaper ist schon seit 3 Uhr wach. Na, dann darfst du auch zit machen. Oh. Das war nicht so gut. So, haben wir noch irgendwie. So. 17.000 Liter Stroh liefern. Juhu. Ja, gönn dir, Gacki. Das bringt ja richtig was. 1.800 Euro. Aber wir haben immer noch 144.000 Liter Honig. Wir müssen ja mal die Bienen auspressen. Achso, ja. Die wollte ich jetzt dann gleich machen, nachdem ich das Unkraut entfernt habe. Okay. War so mein Ding. Mir überlegt. Geh mal da durch die Wiesen durch und immer wenn ich eine Biene finde, nehme ich so ein Glas und quetsche den Honig da so raus. Ja. Hab ich gedacht, so mache ich das. Ja. Okay. Das ist doch ein guter Wecker. Was denn? Wenn beim Nachbarn irgendwie nachts 3 ein SEK-Einsatz ist. Oh, schön. So will man doch geweckt werden. Ja. Siehst du, deswegen wohne ich am Land, da passiert sowas nicht. Oh, da müssen wir nachfüllen.
Das läuft gar nicht mehr. Das andere läuft auch nicht mehr. Oh Gott, ich werde arm. Ja, ich muss mein Gewächshaus auch auffüllen. Das ist auch ziemlich leer. Ja, bei mir stehen 2 und das dritte hat noch 95 Liter. Kleidung. Kleidung läuft. Ich dachte, das Haus stürzt ein. Aber gut, Schaber wohnt auch auf dem Land und trotzdem passiert sowas. Gut, so, bei mir in der Stadt passiert sowas nicht. Guck. Ja. Weil das SEK sich bis dahin 5-mal verfährt, wahrscheinlich. So ungefähr. Oder unterwegs so viele andere Einsatzstellen findet. Tja. Das sehe ich. Ah ja, guck mal, hier drüben können wir schon die 2 Türme, könnt ihr die sehen an der Straße. Das sind die, wo der Gacki meinte, hier meine Burgeinfahrt, die hat er vorher einfach nie gesehen. Ich weiß nicht, guckt ja mal an, die Türme, die sind schon uralt, die stehen da schon seit 200 Jahren locker. Und der Gacki hat sie noch nie vorher gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, stimmt, Schaper. Für irgendwas müssen wir ja gut sein. Ja, für alles Mögliche gut. Ah, ne, er schreibt, wir sind ja Corona-Hotspot. Ach so. Und du brauchst eine Brille. Was? Wer braucht eine Brille? Ach so. Weil du die Türme nicht gesehen hast. Nein, er hat geschrieben, oh, falscher Chat, ich glaube, das wollte er bei dir schreiben. Ah, okay. Dass ich eine Brille brauche, weil ich deine Türme nicht gesehen habe. Ach so. Aber ich könnte da eventuell einen Videobeweis vorlegen. Was? Das ist doch gefaked. Da kommt er wieder mit seinem Bildbearbeitungsprogramm und will mir erzählen, dass die Türme da vorher nicht gestanden sind. Oder vielleicht ist ja, wenn man die Türme aus einem bestimmten Blickwinkel guckt, sehen sie vielleicht aus wie so blaue Fahnen. Das könnte doch auch sein. Das könnte möglich sein, ja, aber da musst du schon einen wilden Blickwinkel haben, weil die Fahnen ja relativ schmal sind und die Türme doch sehr breit, ne? Genau, alles ausreden. Da musst du schon mit deinem Blickwinkel an der Fahne hängen oder so, damit das was wird. Oh. Wir haben alle Fahnen. Wir haben eigene Fahnen hier. Tja. Ja. Also, die wo draußen stehen, wo eine Fahne dann hängt, ne? Also, nicht was der Schaper wieder denkt. Flaggen auf Neudeutsch. Ja. Auf Flaggen. Weniger saufen, ja, genau. Machen wir. Ich habe Leitungswasser. Ich steige gleich um auf Schoko-Cappuccino. Muss ich nachher mal ein Becherchen kochen. Wo ist so ein Cappuccino? Wäre später gar keine dumme Idee, ne? Ja, ich habe extra schon meinen Wasserkocher aufgefüllt, dass ich da nachher nicht durch die Gegend eiern muss. Die Tasse steht hier, der Cappuccino steht hier, alles da. Ja, das steht bei mir alles in der Küche. Ja, das ist mir alles zu weit für während dem Stream. Ja, deswegen steht das alles so in Griffweite hier überall so. Nee, hier kommt kein Wasserkocher hin. Nee, das tut mir nicht. Was? Körpereigene Brille? Hä? Nein. Der Schaper schreibt wieder komische Sachen. Ja. So, wie weit sind wir denn hier schon? Produktion nicht. Mission 50%. Ich bin schon so ziemlich am Ende von meinem Feld hier. Ich bin auch gar nicht mehr so viel. Gut. Dann kann ich ja in der nächsten Folge bei mir Unkraut wegmachen. Ja, die nächsten 3 Folgen würde ich ja sagen, aber. So, dann müsste ich ja mal überlegen. Ach ja, genau, ich wollte ja auch noch ein Feld kaufen, ne? Da war doch auch was. Ich hatte mir doch auch da sowas überlegt. Mit welchem Kapital? Wieso? Ich habe 150.000, hallo? Ah.
Ich hatte ja überlegt, entweder das da, das sind 114, und irgendwie eins von denen hier drüben. Aber die sind zu teuer. Ja. Felder hier sind tatsächlich etwas teuer wie auf der anderen Karte. Oh. Da muss ich auch mal... Mal gucken. Ich glaube, morgen über den Tag werde ich mal ein bisschen da weiterarbeiten. Ich habe noch so drei schöne Missionen angenommen. Mhm. Ja, mit unserem Hardcore. Morgen kann ich nicht. Also das ganze Wochenende kann ich nicht am Hardcore-Projekt teilnehmen. Ich bin nicht da. Ja, ich werde auch nur tagsüber ein bisschen so ohne zu streamen was machen. Weil ja, wir werden morgen und übermorgen ETS machen. Mhm. Aber da ich jetzt meine anderen Sachen schon wieder alle aufgenommen habe, habe ich Freilauf sozusagen und kann dann ein bisschen machen. Morgen nochmal Mario Map, weil ich ja noch nicht Promods kann, und am Sonntag Promod. Ja. Dann eben auch wieder auf Truckers MP. Der Rekordversuch startet dann. Was ist ein Rekordversuch? Ja, ich habe mir da so eine ganz doofe Idee in den Kopf gesetzt, dass vermutlich irgendwie 3 Jahre dauern wird. Sehr gut. Und was ist das für eine Idee? Das Ding ist, du kannst da dir ja Frachten aussuchen, wo du von A nach B bringst. Yeah. Du kannst aber auch über ein Programm, das da integriert ist, dir Frachten selbst erstellen. Mhm. Und du hast praktisch eine Städteliste, die alphabetisch sortiert ist. Und ich habe mir gedacht, ich fahre von der ersten in die zweite Stadt, von der zweiten in die dritte, von der dritten in die vierte. Und immer so weiter, bis man irgendwann bei Z angekommen ist. Mhm. Und das Ding ist halt, du kannst da zum Beispiel, die erste Fahrt geht irgendwie von Spanien nach Dänemark. Mhm. Die zweite Fahrt geht innerhalb von Dänemark nur. Das ist dann wieder was Kurzes. Dann kommt wieder irgendwie von Dänemark nach England. Von England geht es, glaube ich, dann nach Israel. Also du kannst es eben nicht vorhersehen, habe ich jetzt was Kurzes oder was Langes. Und aber man muss sich keine Gedanken machen, wo man hinfährt, sondern man geht einfach der Liste nach. Okay. Extra mit neuem Profil angelegt. Dachte ich mir, das ist mal, könnte was Lustiges werden. Mhm. Ja, genau, das auf der Mario-Map. Ja, genau, Schaber. Nee, danke. Nee. Warum? Was ist auf der Mario-Map anders? Die Mario-Map hat gegenüber der Standard-Map ungefähr 1000 Städte mehr. Oh. Ja. Also ich weiß nicht, wie viel wir auf der Promo, also auf dem harten Ding, wo wir jetzt fahren haben, aber da wir das richtig, also auf Mario Map könntest du das nicht machen. Also das wäre, nee. Ja, wild. Wär ein bisschen wild, ne? Ja. Ja, die ist nur ein klitzekleines bisschen größer, genau. So, da könnt ihr jetzt einmal hier... Die Türme, die der Gacki nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, wie kann man die Türme hier sehen? Das ist echt... Das ist mir echt ein Rätsel, wie der Gacki das nicht sehen kann. Ja. Welche Türme denn? Ja, die da. Ich habe extra noch vorm... Gut, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich habe heute nämlich vorm Stream extra meine Brille geputzt. Vielleicht sehe ich sie deswegen jetzt erst. Ach, das kann natürlich sein. Das kann sein. Aber weißt du was? Wir machen jetzt erst einmal Feierabend, würde ich sagen. Für die Leute bei YouTube, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ja, bisschen quatschen und schon ist die Zeit rum. Morgen um 12 geht's weiter hier bei Twitch. Ist es noch früh am Abend? Das wird noch lange werden. Wenn ihr da mal dabei sein wollt, wenn wir die Aufnahmen machen, jeden Freitagabend so ab 18 Uhr grob sind wir hier live. Da könnt ihr uns mal begleiten, Tipps geben, Tricks geben,
uns auslachen, wenn wir komische Sachen machen. Ja, ansonsten würde ich sagen, schaut morgen wieder rein hier bei YouTube. Das war's von mir. Ciao, ciao. Ja, ich sag auch tschüss und eine Sache nicht vergessen, ein Däumchen da lassen, sowohl hier als auch auf YouTube, beziehungsweise auf YouTube und auf Twitch, ne, so damit ihr uns immer seht. Bis dann, tschüss.